Genau, seit ein paar Wochen, seit Corona quasi über die Welt gekommen ist oder sich verbreitet, führen wir hier im Rahmen der LinksNet Talks Gespräche mit interessanten Menschen, die in bestimmter Weise mit der aktuellen Situation auch konfrontiert sind, dazu eine Position haben, Menschen supporten oder selbst betroffen sind. Und wir freuen, oder ich freue mich, dass wir heute Hasnain Kasim hier im Gespräch haben. Ist Journalist oder war Journalist unter anderem beim Spiegel, Spiegel Online und ist jetzt vor allem freischaffender Autor. Schreibt unter anderem über die Türkei, aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, sondern um das, was, glaube ich, auch in den letzten Werken oder Büchern sozusagen im Mittelpunkt stand. Rassismus, würde ich mal sagen, Menschenfeindlichkeit, aber auch sozusagen die Aspekte der Einwanderungsgeschichte, die du ja auch selber hast, ne? Und dein letztes Buch, Auf sie mit Gebrüll, mit guten Argumenten, wäre ein Buch gewesen, was wir hier im LinksNet im Rahmen der Buchmesse auch gerne vorgestellt hätten. Wir wissen, dass das nicht so stattfinden konnte. Und das wäre auch meine erste Frage. Das Buch ist ja Anfang des Jahres erschienen. Dann kam im März sozusagen die Absage der Leipziger Buchmesse, zu der du gekommen wärst. Und natürlich sind auch Barrieren in den Weg geräumt, gerade für Autoren von neuen Büchern, die jetzt auf den Markt kommen. Vielleicht kannst du erst mal schildern, wie das für dich war, sozusagen, wie dich das erwischt hat und was es auch bedeutet für die Verbreitung vielleicht. Ja, klar. Okay. Also ich hatte im Grunde genommen noch Glück im Vergleich zu anderen Autorinnen und Autoren, denn mein Buch ist im Februar erschienen, Anfang Februar. Da war also die Corona-Krise noch nicht so in Europa und noch nicht so weit angekommen und so ausgebreitet, sodass ich das Glück hatte, das Buch kam auf den Markt und hat dann auch stattgefunden im Sinne von Rezensionen. Also da waren die Zeitungen nicht alle voll von Corona, sondern da gab es Raum auch dafür, für dieses Thema. Konnte Interviews geben und habe auch Lesereisen gemacht im Februar noch. Und dann erst fing das ja an mit den Ausgangsbeschränkungen und den verschiedenen Maßnahmen, die ja unterschiedlich sind. Ich selber lebe in Österreich, da haben wir etwas früher begonnen. Und da habe ich das dann auch zu spüren bekommen, dass es mit dem Ausreisen schwierig wird und auch mit dem Reisen schwierig wird. Ich hatte also, wie gesagt, das Glück, dass das Buch noch vorher rauskam, dann es in die Bestsellerliste geschafft hat und damit war das dann schon mal platziert in der Öffentlichkeit und hat eine Wahrnehmung gehabt. Das war mein großes Glück. Ich weiß aber, wie schwierig das ist und ich meine, 4 Wochen später wäre das ganz anders gewesen. Ja, insofern weiß ich, wie schwierig die Situation insgesamt ist für Autorinnen und Autoren, gerade die, die jetzt im März veröffentlicht haben und deren Bücher im März oder April rausgekommen sind. Das ist wirklich ganz, ganz arg, diese Situation und bedauerlich und schwierig und auch für die, die jetzt zum Beispiel Bücher im Mai noch rausbringen sollten, da sind teilweise Bücher ja auch verschoben worden, die dann im Herbst oder sogar erst nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Ja, das ist einfach schwierig. Und ich selber habe dann das nochmal zu spüren bekommen, dadurch, dass zum Beispiel die ganzen Lesungen und Lesereisen für April und Mai natürlich abgesagt wurden. So, das ist so, ich kann das nachvollziehen, dass das so ist. Es macht Sinn. Also insofern bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als mich dem zu fügen. Aber ich bin auch niemand, der jetzt das so wahnsinnig, der das jetzt kritisiert, weil ich glaube, es macht tatsächlich Sinn und ich hoffe, dass es das aber bald wieder möglich sein wird, im Herbst spätestens, dass man dann wieder unterwegs sein kann und Lesungen machen kann. Ich habe die Situation genutzt, um dann Online-Lesungen zu machen. Das ist aus wirtschaftlicher Hinsicht nun kein Ersatz. Ich habe das auch nicht gemacht mit Geld, sondern habe zu Spenden aufgerufen für verschiedene Organisationen, die ich unterstütze. Aber das ist immerhin eine Möglichkeit, weiter irgendwie den Kontakt zu halten zu Leserinnen und Lesern, dass man ja diese Online-Lesung macht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil es doch einige tausend Zuhörerinnen und Zuhörer gab. Also man hat so viele Leute erreicht, wie man das sonst bei einer normalen Lesung nicht tut. Auf der anderen Seite fühlt sich das aber trotzdem merkwürdig an. Man sitzt dann irgendwie so in seinem Büro und liest dann da irgendwas vor und hat im Grunde genommen ja, keinen wirklichen Draht zu den Zuhörern, ja. Und ich meine, die können dann zwar kommentieren und Fragen stellen, aber also ich vermisse die Lesungen, die echten schon und das auf der Bühne sein. Und insofern freue ich mich wirklich, wenn das wieder möglich ist. Ja, kenne ich aus verschiedenen anderen Bereichen, dass dieses kollektive
beieinander sein, ne? Also auch das Physische irgendwie schon wichtig ist. Ne? Aber ich will einen Punkt aufnehmen, bevor wir dann zu dem Buch kommen. Du lebst in Österreich. Wir haben jetzt schon viele Gespräche geführt, auch über die Situation in Deutschland. Österreich war ein bisschen eher sozusagen mit der Corona-Situation. Ja. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie sich so staatliche Hilfsmaßnahmen, wie die aussehen, auch für die Sparte, in der du aktiv bist, aber vielleicht auch, wie die politische Lage so im Land ist. Österreich ist ja schwarz-grün jetzt regiert. Ist ein bisschen komplex, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Genau. Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, die Österreicher haben ja relativ früh reagiert. Sie hatten natürlich eine große Peinlichkeit mit Ischgl, diesem Ort in Südtirol, wo sich diese Krankheit sehr schnell verbreitet hat und wo überhaupt nicht angemessen reagiert wurde, sondern da sind ja noch lange Touristen gewesen. Man hat da also wirklich sehr gezögert. Man wollte eigentlich auch diese Tourismusbranche und die Skibranche da schützen und fördern, also zumindest nicht, dass sie zu Schaden kommt. Was dazu geführt hat, dass relativ, zumindest ist das, was ich lese und höre und was für mich auch plausibel ist, dass sich von dort aus das Virus nochmal massiv verbreitet hat und ausgeschottet hat in ganz Europa, weil da Touristen natürlich aus vielen Ländern waren, auch aus Deutschland eben sehr viele. Und da ist sehr fahrlässig gehandelt worden und dann ist im Anschluss auch noch gesagt worden, also wir hätten da keine Schuld, das ist Schuld von sich gewiesen worden, hat also die Verantwortung nicht übernommen. Und ich glaube, dass die Regierung auch, die österreichische Regierung ein Stück weit deswegen so hart reagiert hat, zu sagen, also wir müssen jetzt hier Grenzen schließen. Zu Italien wurde sie ja sehr frühzeitig geschlossen. Wir müssen hier Ausgangsbeschränkungen erlassen. Ich glaube, dass vieles gemacht wurde, um Härte zu zeigen, um auch ein bisschen abzulenken, dass man in Ischgl wirklich versagt hat. Auf der anderen Seite kann ich das schon nachvollziehen, dass man so hart und so streng reagiert hat. Denn ich meine, Italien, Norditalien ist von hier aus wirklich sehr nah. Das ist einfach Nachbarland. Man hat gesehen, wir kennen alle die Bilder aus Norditalien. Wir kennen die Geschichten aus Italien und ich glaube, die Sorge, dass das überspringt nach Österreich und in Südtirol war es ja, im österreichischen Teil Tirols war das ja auch schon, ist das schon berechtigt, glaube ich, dass man gesagt hat, man muss wirklich Maßnahmen treffen und die sind eben hart. So. Und das war spannend zu sehen, wie dann die Bevölkerung reagiert, denn ich habe so den Eindruck gehabt, die meisten haben das erstmal hingenommen. So, das ist für mich immer ein Alarmzeichen. Erstmal, wenn so Einschnitte in Grundrechte kommen, das sind ja Einschnitte in Grundrechte, die da getroffen wurden. Also wenn ich nicht mehr mich frei bewegen kann, wenn ich meine Verwandten nicht mehr besuchen kann, wenn ich Leute nicht mehr treffen darf und wenn ich sie treffe, dass ich mich nicht mehr nähern darf, ist das ein Einschnitt in Grundrecht. Das ist so. Da finde ich auch keine zwei Meinungen. Das ist einfach ein Fakt. Die Frage ist, wie nimmt man das hin und wie ist es begründet und wer beschließt das? Und das war für mich als Mensch, der hier lebt, und natürlich nicht politisch aktiv ist, aber politisch interessiert. Für mich war das zumindest in den weiten Teilen nachvollziehbar begründet und okay gemacht. Und so die Frage war halt, wie lange bleibt das? Da hat man relativ ehrlich gesagt, wir wissen es nicht, weil wir einfach nicht wissen, wie sich diese Situation entwickelt. Und jetzt in den vergangenen Tagen gab es ja die ersten Lockerungen. Auch da habe ich den Eindruck, dass beide Seiten, also Schwarz und Grün, die ja beide miteinander regieren, dass sie sich dann einig sind, dass sie das intern vielleicht kontrovers diskutieren, aber dass sie dann klar machen, jetzt wird die Zeit, dass wir wieder Lockerung versuchen können, dass man es aber vorsichtig macht, auch nicht übertrieben schnell. Also insofern, ich fühle mich hier relativ gut informiert und kann es nachvollziehen. So, und was mich erstaunt, ist, dass so harte Maßnahmen aber insgesamt so gut ankommen. Irgendwie, ja? Also dass Sebastian Kurz als Kanzler gefeiert wird als Held. In Deutschland ist es ja ähnlich. Ich meine, Söder ist so beliebt wie noch nie. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, von der CSU. So, auf der einen Seite kann man sagen, sie machen eine gute Figur. Man kann denen vertrauen. Offensichtlich haben die Leute in dieser Krise das Vertrauen. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch merkwürdig, dass es so ist. Aber offensichtlich ticken Menschen so, dass sie in Krisenzeiten die harte Hand brauchen, den starken Führer, jemand, der weiß, was er tut, oder zumindest so tut, als ob er weiß, was er tut. Am Ende, glaube ich, wissen wir alle nicht, was richtig oder was falsch ist in dieser Situation, weil sie für uns alle neu ist. So, das ist so die Situation im Moment hier in Österreich. Was so die Hilfsmaßnahmen angeht, es ist so ein Härtefallfonds eingerichtet worden für Unternehmer beispielsweise, was ich aus rechtlicher Sicht auch bin als freier Autor.
Und da kann man dann einen Antrag einreichen. Das ist relativ einfach. Da werden ganz wenige Sachen abgefragt. Man braucht dann halt eben seine Sozialversicherungsnummer, seine Steuernummer muss man angeben. Also man muss schon hier in Österreich dann gemeldet sein und leben und hier seinen Wohnsitz haben. Was dann dabei rauskommt, weiß ich nicht. Also ich habe das selber zwar beantragt, weil mir ja auch im Grunde genommen die ganze Lesung und alles ist weggefallen. Also ich hatte in den vergangenen 2 Monaten keine Einkünfte. Aber auf der anderen Seite nag ich nicht am Hungertuch, sondern ich lebe jetzt von den Einkünften, die ich vorher hatte, von meinen Büchern und von Ersparnissen und so. Und jetzt muss man schauen, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, wie schnell das entschieden wird. Ich habe auch sonst von Freunden und Freundinnen noch nicht gehört, die jetzt auch in ähnlicher Situation sind, ob die schon früher was bekommen haben. Keine Ahnung. Also das müssen wir jetzt abwarten. Scheint mir eine ganz ähnliche Situation wie in Deutschland zu sein. Also einerseits die politische Situation, als auch die Hilfen, die relativ schnell auf den Weg gebracht wurden. Aber zum Beispiel ist hier eine große Frage, ob jetzt ob es Kredite sind oder tatsächlich Zuschüsse. Genau. Ne? Und das wird später vielleicht dann noch behandelt. Und ist wahrscheinlich auch wichtig, ob Menschen sich über die Ohren verschulden auf die Zukunft. Ne? Ja, genau. Also ich habe nur mitbekommen, ich habe das dann eingereicht, ich hatte so, also das ganz so Kleinigkeiten, die jetzt in den vergangenen Wochen erst dann so passiert sind. Ich habe mich all die Jahre, 4 Jahre lebe ich schon in Österreich, habe ich mich immer geweigert, ein österreichisches Bankkonto zu eröffnen. Einfach weil ich war vorher Korrespondent in der Türkei, da vorher in Pakistan, ich bin da so viel in der Welt umhergezogen und ich hatte keine Lust, in jedem Land ein neues Bankkonto zu öffnen. Ich habe immer ein deutsches Bankkonto gehabt. Das funktionierte all die Jahre. Und auch in Österreich funktioniert das. Ich habe immer in den jeweiligen Ländern, in denen ich gelebt habe, Steuern gezahlt, weil ich da ja gemeldet bin und meinen Hauptwohnsitz habe. Dass ich also Steuern zahle in Österreich von meinem deutschen Bankkonto, ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt mal Geld bekommen möchte, dann brauche ich ein österreichisches Bankkonto. Also war ich jetzt gezwungen, ein österreichisches Bankkonto zu eröffnen. Und das habe ich jetzt gemacht. Bin nun also noch mal ein Stück mehr Österreicher geworden. Mal schauen. Ja, die Wirrungen doch der europäischen Freizügigkeit haben dann doch Grenzen. Ne? Genau, aber kommen wir jetzt zu deinem Buch. Du hast gesagt, publiziert oder veröffentlicht im Februar 2020, auf sie mit Gebrüll, mit guten Argumenten. Es ist ein weiterer Beitrag und es beschäftigt dich ja auch in Publikationen vorher zur Auseinandersetzung mit Rechtsaußen oder mit der extremen Rechten, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, mit Rechtspopulisten. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, also was ich so mitgenommen habe, auch über die Rezension, es ist sozusagen der Aufruf, sich Diskussionen zu stellen und auch sozusagen zu argumentieren und das sozusagen nicht die Argumente, auch menschenfeindliche, demokratiefeindliche Argumente nicht so stehen zu lassen. Aber vielleicht kannst du kurz den Plot erzählen. Ja, also dieses Buch ist im Grunde genommen eine Streitanleitung. Ja, es ist es soll Anregung sein für Menschen, dass sie streiten sollen, dass sie den Mund aufmachen sollen, dass sie auf jeden Fall sich äußern sollen, wenn Dinge gesagt werden. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte dieses Buches, warum ich das überhaupt geschrieben habe. Ich habe ja davor, 2 Jahre vorher, das Buch Post von Karl-Heinz veröffentlicht. Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. So, dieses Post von Karl-Heinz ist ein Buch, ist eine Sammlung von Dialogen mit Wutbürgern, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Rassisten, all diese Leute, die einem Unsinn schreiben, wenn man als Journalist in der Öffentlichkeit steht und dann auch beschimpft wird und bedroht wird. Und dieses Buch ist entstanden einfach aus dieser Situation heraus, dass 2015 mit der Flüchtlingsthematik immer häufiger aufkam, wir müssen die Sorgen und Nöte der Leute ernst nehmen. Ja? Und wir müssen mit ihnen auf Augenhöhe reden. Wo ich mich gefragt habe, wie tief soll ich sinken, um da auf Augenhöhe zu sein, wenn ich beschimpft werde? Also die Leute schreiben mir ja Sachen wie, man sollte mich im Gasofen verbrennen oder man sollte mich sonst wohin entsorgen, all solche Sachen. Da kann ich nicht auf Augenhöhe reden und will das auch gar nicht. So, da hatte ich diese Dialoge versammelt. Ich habe dann 2015 das immer wieder gehört, wir müssten mit Rechten reden. Und das hat mich irgendwann geärgert, weil so getan wurde, als wäre das auch eine Meinung im breiten Meinungsspektrum. Nun kann man von mir aus rechts sein, das ist in Ordnung. Aber alles, was extrem ist, was bedrohend ist, was Morddrohung, Beleidigung, Beschimpfung beinhaltet, das ist nicht Teil des Meinungsspektrums in einem zivilisierten Miteinander. Und das hat mich geärgert, dass das aber so getan wurde, als wäre es das. Und dann habe ich beschlossen, ich antworte all diesen Leuten. Wenn immer gefordert wird, wir sollen mit Rechten reden, dann tue ich das und dann antworte ich wirklich allen. Und das war so mein Vorsatz für 2016. Das habe ich dann 2 Jahre durchgehalten. Und daraus ist dann, muss ich jetzt nicht ganz ausführen, aber daraus ist dann dieses Buch entstanden. Das war ursprünglich gar nicht mein Plan. Aber dann habe ich einen lustigen Dialog gehabt halt mit dem
besagten Karl-Heinz, der heißt wirklich so, den habe ich dann bei Facebook veröffentlicht im November 2016. Und das sorgte für so viel Wirbel, das war sehr lustig, dieser Dialog, dass dann dieses Buch entstand. Post von Karl-Heinz. Und daraufhin schrieben mir, als das Buch erschien, ganz viele Leute, toll, jetzt haben wir so eine Sammlung von Dialogen und von Vorlagen, so können wir mit diesen Leuten umgehen. Und da wiederum dachte ich dann auch, das will ich gar nicht sein. Ich will kein Vorbild sein. Ich bin es auch nicht. Ich bin manchmal sehr böse und zynisch mit diesen Rechten, weil es mich auch nervt, weil diese Leute mich auch nerven, weil sie einfach auch... Ich finde es ja in Ordnung, wenn man eine bestimmte Meinung hat, auch wenn sie radikal ist. Auch das ist noch in Ordnung. Aber da muss man wenigstens sich Argumente anhören und auch bereit sein, davon abzurücken, wenn der andere bessere Argumente hat. Aber wenn man so auf seiner Position beharrt und im Grunde auch stolz auf seine Dummheit ist, es gibt ja Leute, die wollen einfach Fakten nicht gelten lassen, sondern die haben irgendein idiotisches Bild im Kopf oder eine Verschwörungstheorie und dann kann man reden, was man will, wir sind stolz auf und wir lassen uns von ihnen gar nichts sagen. So. Wenn man also stolz auf seine Dummheit ist, dann darf man, finde ich, auch böse und zynisch reagieren und sich lustig machen über diese Leute. Und aber wenn das jetzt jeder täte, wäre das, glaube ich, auch nicht gut für die Gesellschaft. Also dachte ich mir, ich sollte vielleicht mal so eine Art Streitanleitung schreiben, wo ich so ein bisschen theoretischer mir Gedanken mache darüber, wie streite ich eigentlich richtig. Und da aus dieser Idee heraus ist dann das Buch Auf Sie mit Geburt entstanden, wo ich einfach zunächst einmal ermutigen will, den Mund aufzumachen, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man das tut, dass man den Mund aufmacht, weil wir einfach feststellen, in all den Jahren, jetzt hat es so Grenzverschiebungen. Es sind viele Dinge sagbar geworden, die vorher nicht sagbar waren. Und absurderweise kommt jetzt trotzdem immer, in Deutschland darf man seine Meinung nicht mehr sagen, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, es gäbe einen Meinungskorridor und die linksgrün versippte Presse würde eben auch dazu beitragen. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Es sind wahnsinnig viele Dinge sagbar geworden, was grundsätzlich gut ist, so viel Meinungsfreiheit wie möglich. Aber in einem zivilisierten Miteinander gibt es auch Grenzen des Sagbaren. Es gibt gute Gründe, warum wir den Holocaust nicht leugnen dürfen und warum das strafbar ist. Und es gibt viele andere Dinge, also wir beleidigen oder beschimpfen oder bedrohen Menschen. Und wenn man das tut, ist das unter Umständen auch strafbar. Auch das aus guten Gründen. Das Problem ist aber, dass es diese Grenzverschiebung gegeben hat, weil Leute sich immer mehr trauen, Sachen zu sagen. Zum einen, weil es das Internet gibt und es so leicht geworden ist, Sachen einfach mal anonym rauszuhauen und dann auch noch Applaus dafür zu kriegen, ja? Daumen hoch, Likes und Herzchen und was es nicht alles gibt. Und dann fühlen sich diese Leute auch noch plötzlich nicht mehr in der Minderheit, sondern denken, sie wären irgendwie Meinungsführer. Und dann gibt es, und das ist eigentlich das größere Problem und so ein weltweites Problem, überall in der Welt Politiker und Politikerinnen, das sind vor allem Männer allerdings, muss man schon sagen, Regierungschefs und Staatschefs, die genauso reden. Ich meine, das größte Beispiel schlechthin ist Trump, der größte Wutbürger der Welt, im mächtigsten Amt der Welt, sitzt im Weißen Haus und rotzt jeden Tag irgendwelchen Schrott bei Twitter raus. Und wenn der das tut, dann denken natürlich Leute, wenn der das tut, darf ich das auch. Das ist in Ordnung. Ja, und wie gesagt, das ist ein Problem weltweit. Bolsonaro in Brasilien, Duterte in den Philippinen, Modi in Indien, Erdogan in der Türkei, Europa überall. Ja, also hier in Österreich die FPÖ, in Deutschland die AfD. Aber das haben wir in Skandinavien, Niederlande, Polen, Ungarn. Ungarn ein Regierungschef, der so ist. Also das ist wirklich ein weltweites Problem und es wird immer mehr. Und deswegen ist es umso wichtiger, dagegen zu halten und zu sagen, stopp, das ist nicht in Ordnung. Genau. Wir können ja allen empfehlen, das Buch tatsächlich zu lesen, weil auch hier in Deutschland und gerade hier in Sachsen, wo ich jetzt sitze, ist es ja sehr virulent. Auch im Sächsischen Landtag bemerkt man, dass das die AfD mit sehr geschlossenen Argumentationen kommt, wo man kaum dazwischen hüpfen kann. Aber ich will auf einen anderen Punkt mit Rechten reden. Du hast es angesprochen, eine lange Diskussion, die auch sehr kontrovers geführt wird. Du selber ist sicher ein bekanntes Beispiel, hast die Teilnahme an einer Talkshow abgesagt, in der Thilo Sarrazin eingeladen war. Die Frage ist sozusagen genau, wo ist die Grenze? Ne? Oder wie meinst du das, wenn du sagst, Argumente austauschen, dagegenhalten, soll man sich verbünden wie in einer Demonstrationssituation und was darüber rufen zu den Rechten? Oder soll man sich jetzt tatsächlich in die Auseinandersetzung begeben? Und wenn man das soll, wo ist die Grenze? Ne? Ist zum Beispiel Thilo Sarrazin eine Grenze? Ja. Naja, grundsätzlich bin ich ja erstmal immer für Dialog. Das bringt ja schon was. Ja? Und ich stelle ja auch fest, wenn ich mit den Leuten, die meisten Dialoge, die ich führe, sind ja schriftlich, weil ich einfach Mails bekomme oder in den sozialen Medien oder über irgendwelche Chatprogramme oder in Internetforen, da werde ich dann schriftlich angegangen und dann oder beschimpft oder was auch immer oder wird bezichtigt der Lüge und ich würde Fake News verbreiten und so weiter. Und dann halte ich halt argumentativ dagegen,
ebenfalls schriftlich. Aber ich bin grundsätzlich immer der Meinung, man soll Dialog führen. Wenn ich jetzt lauter Nachbarn hätte, die so ticken, würde ich auch mit denen die Auseinandersetzung suchen. Das kostet natürlich Kraft und Nerven und es ist anstrengend und führt dazu, dass man vielleicht auch eine gute Stimmung hat, eine Atmosphäre hat, die man eigentlich gar nicht will. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist nur, wie lange bringt es etwas? Also bei Sarrazin ist es so, der Mann hat ja 2010 dieses Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Und man muss sagen, es ist kein Ruhmesblatt für Deutschland. Das ist das Erfolg oder eines der erfolgreichsten Sachbücher in der Geschichte Deutschlands mit 2 Millionen verkauften Exemplaren. Wo er die These vertritt, der durchschnittliche Intelligenzquotient der deutschen Bevölkerung sinke durch muslimische Zuwanderung. Ja, also mit anderen Worten, Muslime sind dumm. So, ich bin selber kein Muslim, habe aber muslimische Wurzeln. Ich habe viele Jahre in der Türkei gelebt, habe viele Jahre in Pakistan gelebt. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Muslime. Ich kann garantieren, ja, es gibt dumme Muslime. Natürlich, so wie es auch dumme Christen gibt, dumme Blonde, dumme Blauäugige, was auch immer. Aber daraus kann man nicht diese These ableiten, Muslime sind dumm. Und das ist irgendwie schwachsinnig, weil es kämen nur die Dummen hierher. Das ist irgendwie, das ist menschenverachtend, das ist rassistisch, das ist, also so reden wir miteinander nicht. Ja? Und das ist auch eine inakzeptable Äußerung. Und diese These und ähnliche andere idiotische Thesen, die er vertritt, das tut er schon seit vielen Jahren. Er ist überhaupt nicht zugänglich dafür, wirklich sich Sachen anzuhören. Und da war dann für mich die Entscheidung, ich meine, normalerweise würde ich mich mit so jemandem schon unterhalten unter 4 Augen, weil ich das Gefühl habe, okay, er hört mir zu und vielleicht ist dann da irgendwo eine gewisse Einsicht. Aber er sucht ja im Grunde genommen nur die Bühne, um seinen Unsinn da zu verbreiten. Und das war eine Talkshow hier in Österreich, Talk im Hangar 7 heißt die, wo ich eingeladen war, wo er war. Und im Grunde genommen war mir völlig klar, es geht darum, eine Thilo Sarrazin-Show zu machen, wo er dasteht und sein cooles Zeug verbreiten kann. Und dann braucht man noch so ein bisschen Staffage an Leuten, die dann irgendwie gegenhalten. Aber im Grunde genommen ist er der Mittelpunkt. Und bei mir kommt noch hinzu, ich bin dann auch noch der Migrationshintergrund, also sozusagen der Kanacke vom Dienst, der auch noch kommt und dann irgendwie dagegenhalten soll. Und dafür bin ich mir zu schade. Also ich bin jetzt nicht hier der Trottel, der da hinkommt und irgendwie diesem Unsinn da was entgegenzuhalten, wo jeder weiß, dass es Unsinn ist. Und wo alle, die ihn feiern, ihn auch trotzdem feiern werden. Da kann man gegenhalten, was man will, und da kann man keine Unsinn reden, wie er will. Er wird gefeiert. Also da macht es dann keinen Sinn. Also dafür bin ich mir zu schade. Deswegen bin ich dagegen, mit Sarrazin öffentlich zu reden. Unter 4 Augen würde ich das tun, aber ich würde das nicht veröffentlichen und ich möchte ihm keine Bühne schaffen. Grundsätzlich finde ich aber im Internet zum Beispiel macht es Sinn, auch mit Leuten, die zum Beispiel unzugänglich sind. Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man das macht. Also oft ist ja das Ziel eines Streites und einer Diskussion auch nicht, die Person zu überzeugen, mit der ich streite. Da ist es eh vergebliche Liebesmühe. Sondern da geht es darum, das Publikum zu überzeugen und dem Publikum klarzumachen, das, was der redet, ist Unsinn. So gesehen könnte man auch mit Sarrazin reden. Ja? Den überzeuge ich sowieso nicht, aber die Leute, die zuhören, den kann man nochmal klar machen, dass das Unsinn ist. Bei Sarrazin ist es halt nur so, dass ich, wie gesagt, denke, der redet seit 10 Jahren öffentlich Unsinn. Also das muss ich jetzt nicht auch noch in irgendeinem, ich muss dem nicht Aufmerksamkeit verschaffen. Aber im Netz tue ich das oft, wo ich dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker habe, die mir dann irgendwas vorwerfen. Da weiß ich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, denen zu antworten. Aber ich weiß, dass eben doch einige Hundert oder manchmal Tausende, auch Zehntausende mitlesen, je nachdem, welches Forum das ist. Und dann argumentiere ich im Grunde genommen für die. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich will es noch kurz hinzufügen. Die AfD im Sächsischen Landtag macht es so, dass sie nur ihre Reden auf YouTube sozusagen veröffentlicht, also das, was sie als Lautsprecher hinausverkünden, aber Diskussionen und Einwände natürlich rausschneidet. Ne? Und damit füttern sie natürlich ihr Klientel und vermeiden aber sozusagen die Situation, wo sie sich dann auch rechtfertigen müssen auf die Konstruktion ihrer Argumentation. Ne? Das ist schon aus ihrer Sicht klug gemacht, aber ist halt nur die halbe Wahrheit sozusagen. Ne? Ja. Genau. Ja, ja. Aber das kann man zum Beispiel dem muss man auch was entgegensetzen. Also ich meine, sie sind ja nun mal da und man kann die ja nicht komplett ignorieren, aber man muss ihnen auch nicht mehr Aufmerksamkeit verschaffen, als es unbedingt nötig ist. Also wenn sie zum Beispiel sowas veröffentlichen oder wenn sie Unsinn reden, und sie reden ja relativ viel Unsinn, dann kann man natürlich darauf eingehen, indem man das auch in eigenen Videos oder so, oder bei Twitter, Facebook und so weiter darauf inhaltlich eingeht. Ich würde dann zum Beispiel aber nie teilen, was die sagen. Ja? Einfach, dass denen die Klickzahlen nicht zukommen, dass das Video, was sie da machen oder ihre Tweets oder ihre Posts eben nicht noch
mehr Verbreitung finden. Ich würde immer einen Screenshot machen oder würde es zitieren und würde dann aber selbst inhaltlich darauf eingehen. Und man muss sich dann auch noch fragen, macht es wirklich Sinn, über jeden Unsinn irgendwie herzufahren? Muss man über jedes Stöckchen springen? Manchmal ist es so haarsträubend dämlich, was die machen, oder so absichtlich provozierend, dass man einfach sagen muss, okay, ignorieren wir es einfach. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist aber eine Abwägungsfrage von Fall zu Fall. Deswegen, es gibt da keine Regel, wo man sagen kann, man muss immer so handeln oder so. Also wenn es jetzt irgendwie so ein Kram ist, keine Ahnung. Mein Beispiel ist immer dieses, wo Höcke mal bei einer Talkshow eine Deutschlandflagge aus seiner Jackeninnentasche gezogen hat und die dann so drapiert hat über die Sessellehne. Das war in einer Talkshow. Da gab es dann ewig Aufregung, was der da macht und so. Und wo man denkt, also das ist doch, ja, das ist eine alberne Geste, aber lass ihn doch. Das kann man ignorieren. Wenn ein Gauland aber von einem Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands spricht, das ist so haarsträubend falsch und einfach verharmlosend, da muss man was entgegnen. Ja, also da muss man dann auch über diesen Stock springen. Das ist dann halt so. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Ganz genau. Vielleicht eine letzte Frage. Wir reden schon lange, aber das ist auch gut. In Deutschland, vielleicht folgst du das auch, haben wir jetzt eine Situation, dass doch seit ein, zwei Wochen Verschwörungsideologien quasi aus dem Boden sprießen und sich Menschen auch versammeln, sich natürlich auch zum Beispiel die AfD oder einschlägig bekannte Neonazis zusammenmischen. Wie ist die Situation vielleicht in Österreich und spürst du das vielleicht auch in der Kommunikation im Netz sozusagen, dass Corona bestimmte Argumentationsfiguren oder auch Rassismus noch befeuert? Ja, also ein Stück weit schon. Mein Eindruck war ja, dass am Anfang der Corona-Zeit gerade die Rechtspopulisten und Rechtsextremen, dass die im Grunde genommen hilflos waren. Die sind ja wussten überhaupt keine Antwort darauf, hatten keine Lösung, waren in Österreich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr in der Macht. Ich meine, die FPÖ hatte ja regiert, aber ist ja nun schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Regierung. Das war im Grunde genommen Hilflosigkeit. Man war da und hat dann versucht, eine Zeit lang das so ein bisschen entschuldigen zu finden, ja, so wie Trump das gemacht hat mit dem chinesischen Virus, hat man auch hier versucht, das funktionierte nicht. Ich meine, es war einfach so haarsträubend dämlich, dass jeder, selbst der den rechten, rechtsextremen Wohlwollend gegenübersteht, weiß, man kann nicht sagen, die Ausländer sind schuld. Das stimmt einfach nicht. Das ist Natur, woher das Virus kommt, also wahrscheinlich aus China und so weiter, aber das ist alles irgendwie wenig greifbar. Man kann nicht jetzt einen Menschen oder ein Volk oder eine Nation zur Verantwortung ziehen für das Virus. Das ist einfach so. Das hat also nicht funktioniert und ich glaube, dann haben die sich lange überlegt, und das merkt man in der Art, wie sie kommunizieren, haben sich eine andere Strategie überlegt, wie bekommen wir wieder Aufmerksamkeit, wie mischen wir wieder mit. Und jetzt versuchen sie sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Wir sind für Demokratie, unsere Freiheitsrechte sind eingeschränkt worden und so weiter. Und ich sehe das schon sehr mit Besorgnis, weil das Problem ist, es ist ja so, dass Grundrechte eingeschränkt wurden. Und es ist ja so, dass es keine einfache Situation ist. Und tatsächlich ist es auch für Politik, ist es ja, also für die Politik, die verantwortlich ist, die regiert, egal ob links, rechts, welcher Partei, ist das ja eine ganz blöde Situation. Denn wenn sie jetzt hart reagieren, wie es die österreichische Regierung gemacht hat, und es kommen jetzt aber nicht wahnsinnig viele Neuinfektionen und die Zahl der Toten bleibt glücklicherweise, muss man sagen, niedrig, dann kann man denen den Vorwurf machen, aber ihr reagiert viel zu hart. Was soll dieser Unsinn? Dass vielleicht ihre Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Zahlen so niedrig sind, das kann man ganz schwer fassen. Ja? Wie will man das messen? Wenn jetzt aber die Zahlen der Toten oder der Kranken hochschnellt, wie es in Italien der Fall war, wie es in den USA, insbesondere in New York der Fall ist, wenn das passiert, dann kann man ihnen den Vorwurf machen, ihr habt viel zu spät reagiert, ihr habt überhaupt falsch reagiert und so. Also das heißt, im Grunde genommen kann die Politik nur verlieren. Und das ist jetzt aus Sicht der Rechtsextremen und Populisten, die jetzt da sind, sehr bequem zu sagen, wir setzen auf die Spitze der Bewegung. Und auf der anderen Seite fühle ich aber als Bürger, als Mensch, der betroffen ist von diesen Maßnahmen, natürlich auch dieses Gefühl, wir müssen schon sehr kritisch drauf schauen, was wird hier eingeschränkt, welche Maßnahmen werden getroffen, hat das wirklich eine Begründung? Ich kann vieles von dem, sagte ich ja eingangs, auch schon nachvollziehen. Als ich dann aber zum Beispiel las, da gab es so einen Tweet von der bayerischen Polizei, die dann sagte, also das Lesen auf der Parkbank ist verboten, auch wenn man alleine sitzt. Wo ich dachte, warum? Also warum? Da fehlt mir die Begründung. Warum darf ich nicht da sitzen, selbst wenn ich Abstand halte?
was soll das? Es ist dann so Willkür. Und diese Willkür gibt es hier und da. Ich glaube nicht, dass das was mit Bösartigkeit zu tun hat, und zumindest unterstelle ich das den Leuten nicht, weder der bayerischen Polizei noch sonst wem, sondern ich glaube, es hat damit zu tun, dass es eine Situation ist, wo alle schauen mussten, wie gehen wir damit um. Die bayerische Polizei, beziehungsweise in Bayern, wurde das relativ schnell dann auch klargestellt, dass das Lesen sehr wohl erlaubt ist. Fand ich dann auch in Ordnung. Aber man muss natürlich in dieser Zeit die ganze Zeit kritisch drauf schauen, was wird gemacht, was wird nicht gemacht, wie lange werden solche Maßnahmen getroffen. Das sind ganz viele Fallen, die da sind, auch wie man sich äußert. Ja, wir haben das am Beispiel Boris Palmer gesehen, wo er dann sich so äußert, dass man das Gefühl hat, seiner Meinung nach ist das Leben von alten Menschen weniger wert. Er hat das dann gesagt, das wäre nicht so gemeint gewesen. Gut, er hat sich aber schon sehr dämlich ausgedrückt, und dafür ist er nun bekannt, dass er das leider auch tut. Auf der anderen Seite finde ich aber diese Frage, ist das Medikament, das wir haben, also diese ganzen Maßnahmen, ja, sind die Nebenwirkungen, sind die Schäden größer als der Nutzen? Diese Frage finde ich legitim. Also wenn ich zum Beispiel nach Spanien schaue, wo jetzt 6 Wochen lang Kinder die Wohnung nicht verlassen durften, da finde ich die Frage schon erlaubt, ist das wirklich gut, ist das wirklich richtig? Ohne damit irgendwie in Frage stellen zu wollen, dass wir natürlich alle Menschen schützen müssen, auch die Alten und die Risikogruppen und so weiter. Und weil das jetzt alles so eine heikle, schwierige Situation ist und jetzt die Rechten und die Extremisten und Verschwörungstheoretiker alle da mitmischen, ist das wirklich eine heikle Situation. Also man muss da aufpassen, dass man denen nicht auf den Leinen geht. Ja? Und bei diesen Demonstrationen verstehe ich, dass es sie gibt, dass es Leute gibt, die da irgendwie kritisch das alles sehen. Das machen sich aber die Rechtspopulisten zunutze. Genau. Es ist ein schmaler Grat, das sagst du ganz richtig, ne? Differenziert und abwägend und kritisch sein oder sich hinstellen auf dem Marktplatz und alles laut kreischend verurteilen. Da kann man, glaube ich, schon eine Mitte finden. Ne? Ja. Genau. Vielen Dank, Hasnain Kasim, für dieses Gespräch. Und ich weise am Ende nochmal hin auf das Buch, auf Sie mit Gebrüll. Vielleicht schaffen wir es ja doch in einer Zeit, dich hier nochmal in Leipzig zu sehen und mit dir in die Diskussion zu kommen. Sehr gern. Nach Leipzig komme ich immer gern. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Alles Gute und. Alles Gute. Vielen Dank. Dann viele Grüße nach Leipzig. Ciao.